erstmal gar nicht. Oder am Ende sind wir so richtig krank, weil wir so sind, so, was sind hier für gestörte Leute? Ja. Und wir müssen hier. Aber müssen ich glaube, du musst da rein und darfst niemanden kennen. Nee. Du darfst keine Bezugsperson Nein. haben. Du musst dich natürlich erst entwickeln. Wenn ihr euch da bewerbt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Würde ich richtig geil finden. Oh, Paulina, die hatten wir schon vor ein paar Wochen, wo sie die ganze Zeit so ein bisschen angedeutet hat, sie hat eine neue Liebe zu Frankreich, zu Nizza, zu der Farbe jetzt Blau. Auf Französisch. Zu der Sprache, Lieblingslied ist auf Französisch und jetzt zieht sie ja um. Sie wurde bereits gesichtet, auch mit Tommy zusammen im, in einem Hotel von einem anderen Balkon aus, wo ich so dachte, Alter, ihr seid so krass, es ist ja nur geil, es ist nur geil, weil die Leute können, die können auch nichts mehr geheim halten. Nee, weil die auch alles posten müssen. Ja, wir kreiden es zwar teilweise auch an, aber wir kriegen auch Nachrichten, die beiden gerade am Bahnhof gesehen, die beiden gerade da und da gegessen. Aber was ich halt noch mehr liebe, ist, wenn wir nicht so komplett vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wenn man quasi aus demselben Winkel einmal hier und einmal da fotografiert, dasselbe Essen oder so, sondern wenn das so ein bisschen so gemacht wird, dass wir aktiv werden müssen. Richtig. Ich will gefordert werden. So, Paulina zieht um. Hier sieht man schon, wo diese riesige Sofalandschaft war aus ihrer Bude mit Henrik. Der Trash-TV ist auch schon rausgerollt. Die ganze Bude ist leer und sie sagt, das, was ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit brauche, was in meiner Küche ist, komischerweise habe ich trotzdem ziemlich viele Kisten, die am Freitag dann...